Hey Friends, einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zum neuen Video aus der Limited Edition Week. Es gibt schon wieder was Neues. Rivalde Loop. Diesmal Rivalde Loop hat zwei neue Lidschattenpaletten rausgebracht, die eigentlich ganz süß sind. Und wir wissen, was es heißt, wenn ich süß sage. Schön, dass ihr heute hier seid. Ich hoffe, es geht euch gut. Ihr hattet einen zauberhaften Tag. Ich bin frisch. Ich habe gerade gefrühstückt. Ich habe mich gerade geschminkt. Ich habe eine neue Foundation ausprobiert. She's amazing. Kommt mir bald zu. Freunde. Hallo. Jetzt, wo ich hier sitze, frage ich mich, warum mache ich das Video eigentlich? Weil wir wissen eigentlich schon, wie es ausgeht. Vielleicht aber auch nicht. Und zwar habe ich hier zwei neue Paletten von Rivalde Loop. Die Nude Admirer Palette. Das Wort Admirer, ich fühle mich wieder sophisticated. Es sind zwei Paletten, ich habe Gott sei Dank zwei gesunde Augen. Es wird immer besser von Tag zu Tag und wir werden auf jeder Seite zwei verschiedene Looks schminken. Die Paletten gibt es aktuell im Rossmann für sehr wenig Geld. Ich bin gespannt, wie sie funktionieren. Wir schminken einen Look, wir quatschen ein bisschen, wir machen ein bisschen Quatsch. Und ich würde mich freuen, wenn ihr bis zum Ende dran bleibt. Damit unterstützt ihr mich natürlich. Und falls ihr es noch nicht getan habt, würde ich mich freuen, wenn ihr meinen Kanal abonniert. Das kostet euch nichts. Und ihr habt die Woche wirklich viele, viele Videos zum Gucken und zum Nachgucken. Auf jeden Fall fangen wir an. Ihr könnt gerne jetzt einmal in die Kommentare schreiben, was ihr glaubt, wie diese beiden Paletten funktionieren werden. Packaging-mäßig finde ich das Ganze eigentlich ganz süß. Ich mag ja so diese Nude-Vibe, so das ist eigentlich meine liebste Farbe. Ich wollte eigentlich, dass mein Hintergrund diese Farbe hat, aber offensichtlich hat das nicht geklappt. Ich habe aber, kommt heute, also wenn es klingelt, dann wisst ihr warum, ich habe diese Hintergrundlampe hier. Und ich habe eine neue Idee gehabt, ich weiß nicht, ob es funktioniert. Ich will auf jede Seite eine verschiedene hinstellen, dass der ganze Hintergrund ausgeleuchtet ist und nicht nur so ein, dass ich nicht aussehe wie Jesus auf der Wolke. Yeah! Aber wir schminken jetzt was. Ich habe als erstes hier die Palette Seduced 02 und das ist diese recht kühle Palette. Sie ist schon recht, naja, was soll ich sagen, kühl? Ein bisschen langweilig und ich sehe ehrlich gesagt keinen Unterschied zwischen Farbe 1 und Farbe 4. Aber wir sind offen. Ich bin immer offen. Ihr wisst, ich bin immer offen. Ich liebe Rivalde Loop. Ich liebe Rival Loves Me. Manche Sachen sind einfach nur so ein bisschen. Was ich aber sehr, sehr schön fand, was für mich leider noch nicht in Frage kommt, sind die Nagellacke passend zu der Kollektion. Es gab, glaube ich, 7 oder 10 verschiedene Nagellacke in diesen Nude-Tönen. Wunderschön. Wie sie halten, weiß ich nicht. Ich trage keinen Nagellack, aber sie waren sehr, sehr schön. Und ich liebe dieses Nude. Nude ist so, ach, weiß ich nicht. Ich mag es gerne. Auf der anderen Seite haben wir eine Palette, die eher so ein bisschen Maxim Giacomo schreit. Das ist nämlich die Addicted Palette in Warm Tones. Ich sehe die Kommentare jetzt schon. Ihr könnt sie trotzdem gerne reinschreiben, because we need it for the Algorithmus. Boring. Langweilig. Nichtssagend. Aber, wait a second, hold on. Wenn die gut sind, ist das, glaube ich, eine süße Sache für einen Adventskalender, weil die ganz günstig sind. Ich glaube, die haben 2-3 Euro gekostet. Da sind 4, 8, 12, 16 Farben drin für ein paar Euro. Das ist schon gut. Wenn die funktionieren, vielleicht für einen Urlaub, vielleicht, wenn man, weiß ich nicht, nee, im Moment ist ja auch doof. Normalerweise sage ich, naja, wenn man mal auf ein Übernachtungsdate geht und dann sagt, ach, guten Morgen, mein Schatz, ich bin frisch aufgestanden mit einer Cut Crease. So eine Palette. Wir probieren sie aus. Wir haben lange genug gequatscht. Es geht los. Damit das Ganze wieder so fair es geht ist, möchte ich wieder eine Lidschattenbase auftragen. Und ich benutze dazu, wie immer, die Be Perfect, Perfect Prime Eyeshadow Priming Base. Das ist einfach die beste, finde ich zumindest. Können wir kurz über meine Foundation reden? Ich sage euch noch nicht, welche das ist. Nein, es ist nicht meine eigene. Aber, apropos meine eigene, ich habe euch ja gesagt, dass es am Wochenende ein neues Produkt von mir geben wird. Es ist kein Make-up, aber es ist was ganz Schönes, vielleicht jetzt für die kühlere Jahreszeit, was man gut verschenken kann. Und das war mir so ein Wunsch, weil ich habe mir dabei was gedacht. Und ich freue mich auf euren Support am Wochenende. Ich bin richtig gespannt, wie ihr darauf reagiert, weil sowas gab es halt von einem Influencer noch nicht oder einer Influencerin noch nicht. Und das ist auch kein typisches Influencer-Produkt, würde ich sagen. Ich habe mir einfach dabei, ja. Also es ist eine schöne
Sache für die nächsten Monate, glaube ich. Oder vielleicht auch für euch, wenn ihr euch. Es hat was mit Make-up zu tun, versprochen. Ich bringe jetzt kein Kochbuch raus, aber warum eigentlich nicht? Ich freue mich auf jeden Fall aufs Wochenende. Okay, die Lidschattenbase ist einmal aufgetragen. Mit welcher schminken wir zuerst? Ich glaube, wir nehmen mal die langweilige. Das ist so gemein. Aber die ist halt so, ich weiß nicht. Also, das klingt halt jetzt so gemein, weil ich nicht so der Typ für diese kühlen Töne bin. Ich kenne kein Event, wo ich sage, boah, ja, da brauche ich jetzt diese Farbe hier. Also vor allem auch, das sind ja sogar dreimal dieselben fast. Ich swatche mal ganz kurz. Also ja, sie haben verschiedenen Unterton. Man muss die Palette ja auch irgendwie füllen, aber seht ihr irgendwas? Nein. Wir fangen als erstes mit einem Pinsel von Letizia an. Und ich gehe. Ah, das Grün ist auch schön. Wir gehen erstmal in diese Farbe hier. Erinnert ihr euch noch an. Oh. Sekunde. Halt! Erinnert ihr euch noch an diese. Das ist schon Jahre her. Jahre. Also zwei. Das war mal so eine Travel. Edition. Da waren auch diese kleinen Fändchen drin und die waren nicht so cool. Ich weiß jetzt nicht, ob sie was an der Formulierung geändert haben, weil ihr seht schon was, ne? Also das ist schon da. Auf der anderen Seite, vielleicht hat sich aber auch einfach meine Technik und meine Auftragetechnik verbessert. Ich meine, uns ist allen definitiv klar, dass ihr nicht hier seid unbedingt zu 80% wegen meiner ästhetischen Make-up-Looks. Also, möchte ich jetzt mal behaupten, ich bin jetzt nicht die größte Schminkmaus. Ich weiß, wie man ungefähr mit Make-up umgeht, aber ich bin nicht Niki Tutorials. Diese Farbe hingegen ist aber eine Farbe, damit kann ich arbeiten. Also das ist ganz nett. Und ganz nett ist jetzt nicht die kleine Schwester von doof, sondern das ist schon süß. Uns ist aber auch allen bewusst, dass ich jetzt halt erst eine Farbe benutzt habe und diese komplette obere Reihe, abgesehen von diesen sehr, sehr leichten Schimmertönen, vermutlich nicht benutzen kann. Ich nehme jetzt hier einen kleinen Pinsel und das ist halt jetzt das Problem, ne? Ich habe jetzt die Farbe genommen, die nächst dunklere wäre diese hier oder grün. Nehmen wir grün, wir nehmen grün. Und die setze ich mir direkt in meine Lidfalter. Das ist halt, ne? Ich weiß nicht, da könnt ihr mir mal gerne in die Kommentare schreiben, wie ihr da so drauf seid. Wenn ich jetzt an diese Jahreszeit denke, in der wir uns ja gerade alle befinden. Offensichtlich, es sei denn, ihr seid gerade in Mallorca oder wo auch immer. Ja, wobei Mallorca ist auch kalt. Ihr seid nicht in diesem Breitengrad. Breitengrad. Ich möchte eher schöne warme Looks haben, ja? Und nicht so was Kühles hier, weil mein Leben ist traurig genug aktuell. Ist aber trotzdem süß. Ich nehme denselben Pinsel und gehe hier rein und setze mir das hier außen hin. Das Problem ist, ne, also der erste Lidschatten hat halt auch nur so gut gehalten, weil ich auf einer feuchten Base gearbeitet habe. Ihr seht, ich habe ein bisschen Fallout hier. Ansonsten sieht es aber doch ganz schön fleckig aus jetzt in der Kamera, finde ich. Ich nehme jetzt mal meinen Finger. Wir gehen jetzt mal hier in das Gold. Das ist halt alles sehr, sehr kreidig. Also Hardpass in der Palette ist nett. Also ist jetzt kein schlechter Look, ne? Aber die andere Palette im Gegenzug dazu ist farblich aber wesentlich besser aufgeteilt. Also ich kann schon hier anfangen, die Farben zu benutzen. Die brauche ich nicht, ich persönlich brauche die nicht. Aber ansonsten kann ich alle Farben benutzen, so dass man sie auch sieht. Bei mir zumindest. Ich nehme jetzt einen fluffigen Pinsel von Letizia und gehe als erstes in diesen Ton hier rein. Ein bisschen Kickback ist da. Und setze mir den ganz leicht hier oben hin. Und ihr seht sofort einen Effekt auf dem Auge. Ne? Also ja, auch die sind ein bisschen kreidiger. Aber die ist wesentlich. Also bei so einer Farbe ist es, finde ich, in Ordnung, wenn die so ein bisschen pudriger ist. Das ist ja dieses typische Pastelltöne. Ich finde Pastelllidschatten schwierig, weil Pastelllidschatten schreit für mich immer so nach Katastrophe, weil es eh nur Kreide drin. Ich gehe jetzt hier in den roten Ton. Aber ihr seht hier direkten Effekt. Und das ist nett. Das ist nett. Augenentzündung ist wieder am Start, im wahrsten Sinne des Wortes. Süß. Okay, doch, 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 doch. Damit kann ich arbeiten. Das ist schön. Das Rot ist sehr intensiv. Wir verdunkeln das Ganze mit dieser Farbe hier. Press auch einfach nur rauf. Okay. Nice. Okay.
Also, ich habe ja immer, ich bin ja ehrlich mit euch, ne? Jetzt kommen wir mal wieder zur Review. Mir ist ja bewusst, dass eine Palette für 2, 3 € nicht unbedingt mit 20 € mithalten soll. Oder auch mit 12. Dafür sind die Preise in der Produktion von Make-up einfach viel zu unterschiedlich bei Mengenproduktion und bei der Qualität der Lidschatten. Ich kann euch die Palette für, weiß ich nicht, 50 Cent produzieren lassen, so ungefähr. Jetzt mal überspitzt gesagt, wenn ich eine Menge kaufe. Ich kann sie dann aber auch nur für 2,90 € verkaufen. Wenn ich jetzt aber mehr da rein investiere, und deswegen sind Indie-Brands auch meistens so teuer, ne? Also das ist ja nicht so, weil sie euch das Geld aus der Tasche luxen wollen, sondern weil sie einfach, es geht einfach nicht günstiger. Also das ist immer so eine Sache. Ich nehme denselben Pinsel, gehe jetzt nochmal hier rein und dunkle mir das hier ab. Das ist okay. Ich nehme jetzt den synthetischen Pinsel hier von eben und gehe in das Roségold hier. Das sieht schön aus. Das sieht so ein bisschen aus wie Günstmaus. Ja. Wenn der Pinsel nass ist, dann ist es schön. Und dann gehe ich hier rein und mache mir damit jetzt wie so eine kleine Cut Crease. Und dann gehe ich in das Kupferrot hier rein. Und das ist nett. Und jetzt, Freunde, wartet mal. Das Ding hier, das passt gut dazu. Das war in der Limited Edition von Rival Loves Me, dieses Glitter All Around mit dieser Glitter Eyeliner. Und den jetzt hier rüber, seht ihr das? Braucht einen Spiegel. Und hier vorne so ein bisschen hin. Das trennt das Ganze nochmal so ein bisschen. Jetzt Lashes rauf, Mascara rauf. Mega. Wir probieren jetzt nochmal, ob wir mit diesem Glitter Eyeliner. Freunde, wirklich, wenn ihr nächste Woche, weiß ich nicht, zu Rossmann geht und Klopapier braucht, was auch immer, holt euch diesen Liner. Weil selbst hier könnte ich das als Base aufs Auge geben, antrocknen lassen und ihr habt damit super schnell eine Cut Crease gemacht. Also einen Eyeliner ziehen würde ich damit nicht, aber so ein bisschen wie so ein Creme-Lidschatten. Schaut euch das mal an. Und das ist jetzt wieder krass. Da seht ihr mal, wie schnell so ein, zwei kleine Tricks und Tipps und Tricks funktionieren, um so einen Lidschattenlook aufzuwerten. Ich bin ja hier nicht, und das ist ein. Oh Gott, soll ich euch mal was erzählen? Ich wurde neulich ziemlich gedisst. Ich kriege ja alles mit. Also, ich kriege 90% von dem, was über mich geschrieben wird, in Facebook-Gruppen, in wo auch immer, kriege ich mit. Ja? Das ist ja auch nicht schlimm und ich weiß, wenn Leute über mich reden, dann mache ich alles richtig. Aber ich lasse mir eine Sache, lasse ich mir nicht andrehen. Und zwar, dass ich Marken und Produkte grundlos bashe. Wenn ein Produkt für mich nicht funktioniert, dann sage ich, dass es für mich nicht funktioniert. Ich probiere aber auch, so oft ich kann und so mit dem besten Gewissen, was ich kann, eine Lösung zu finden. So wie jetzt. Schaut mal, ich habe hier 2,29 € ausgegeben, die Palette vielleicht 3 €, 5 € und ich habe einen fantastischen Look. Das ist jetzt natürlich kein, weiß ich nicht, Charlotte Tilbury Look. Aber es ist ein guter Drogerielook, weil ich ein weiteres Produkt dazu genommen habe, was ebenfalls günstig ist. Und dafür bin ich hier, um euch und den Marken, vor allen Dingen den Marken, ich weiß, dass eigentlich jede Marke, über die ich rede, schaut die Videos an, die ich mache. Und ich mache das nicht, um den Marken in den Rücken zu treten, sondern um den Marken zu zeigen, hey, wenn ihr die Palette rausbringt, bringt vielleicht irgendwas dazu raus, was das Ganze aufwertet, damit man einen schönen Look machen kann. Die Palette hier, fantastisch. Super schöner Look. Ich könnte jetzt hier noch weiter rüber gehen und das so ein bisschen aufbauen und habe einen richtig schönen Look für wenig Geld gemacht. Für euch, ihr könnt euch die Produkte vielleicht kaufen, 2 Stück, könnt den Look nachschminken und habt eine gute, zuverlässige Sache. Aber, um wieder zurückzukommen, Quatschvideo, ich lasse mir nicht ankreiden von Leuten öffentlich in ihrer Story, die mir nicht folgen, die nichts mit mir zu tun haben, dass ich Marken grundlos bashe und dann, wenn ich dafür bezahlt werde, auf einmal über dasselbe Produkt gut rede. Das ist Quatsch. Ich sage immer das, was ich denke. Es gibt einen Unterschied zwischen jemanden bashen und Kritik äußern und etwas Gutes daraus machen. So wie jetzt. Ich bin gespannt, was ihr dazu sagt. Vielleicht habt ihr das ja auch mitbekommen. Vermutlich nicht. Aber guess what? So ist das. Auf jeden Fall können wir jetzt kurz darüber sprechen, wie schön die Looks sind. Und ganz ehrlich, mir gefällt der Look jetzt gerade fast besser als der Look. Das ist so Standard, das kennen wir schon. Das mit diesem Glitzer-Eyeliner ist aber süß. Braucht man die Sachen zusätzlich noch? Weiß ich nicht. Kann man es machen? Definitiv.
Wenn ich jetzt könnte, würde ich es auch sofort machen. Ich würde mir jetzt einen Eyeliner ziehen. Ich würde mir dicke, schöne Lashes drauf machen. Und wir machen uns eine schöne, nudefarbene Lippe drauf. Und zack, ist euer Make-up fertig. Alles, was ich jetzt im Gesicht habe, ist, ich glaube, mit Ausnahme von dem Blush, Drogerie-Make-up. Und wir wissen, ich bin ein großer Freund von Drogerie-Make-up. Freunde, ich bin gespannt, was ihr zu den Produkten sagt. Schreibt mir doch gerne eure Meinung zu dem Look, zu meiner Meinung und zu, weiß ich nicht, zu eurem Abendessen in die Kommentare. Ich werde mich jetzt abschminken. Wir drehen das nächste Video, denn die Woche ist voll. Es ist noch nicht vorbei. Ich habe hier noch eine richtig, richtig coole Kollektion. Eine Ankündigung für nicht das, was jetzt kommt, sondern übernächste Woche. Nächstes Wochenende ist ja die Glow. Und ich würde mich freuen, wenn ihr mit dabei seid beim nächsten Mal. Schön, dass ihr heute wieder mit hier wart. Ich danke euch und wir sehen uns beim nächsten Mal.